SC Bron-Terraillon trat mit zwei Mannschaften beim Turnier in Rief an. Heute schauen wir uns an, was die zweite Mannschaft gemacht hat. In der Gruppe B trafen die in Weinroth spielenden Bronner gegen den FC Saint-Martin d'Air, FC Warmorin und AS Fontaine an. Im ersten Spiel gegen AS Fontaine gelang ein 2:1 Sieg. Das zweite Spiel endete dann 0:0, weil der SC Bron-Terraillon seine zahlreichen Chancen nicht verwerten konnte. Il reste 10 minutes de jeu. Se prépare pour les prochains matchs sur l'honneur Bron 1 contre JR2. Das dritte Gruppenspiel lief dann sehr ausgeglichen. Jedoch musste man dann kurz vor Schluss sich das Siegtor von Saint-Martin der einsuchen. Aufgrund des besseren Torverhältnisses zog die Mannschaften ins Viertelfinale ein. Dieses ging dann leider gegen Gastgeber Riefsburg Football mit 0:2 verloren. Noch einmal musste man gegen Saint-Martin d'Air ran, diesmal entstand 1:2. Im Spiel um Platz 7 ging es dann gegen Olympique Club Ebens und auch dieses Spiel ging verloren, sodass die Mannschaft einen bemerkenswerten 8. Platz belegte.